Hallihallo da draußen. Hi. Auf ein neues. Eine neue Folge von Frag den Coach. Frag den Coach. Und ja, man könnte sagen, was passiert inhaltlich eigentlich in so einer netten Seminarreihe? Und Genau. auch wenn Georg und ich zwar ein bisschen andere Titel haben an der einen oder anderen Stelle, geht es heute auf jeden Fall um das Thema Abwehrmechanismen. Und ein bisschen deutlicher zu machen, dass ihr da draußen verstehen könnt, was wir damit eigentlich meinen und worum es eigentlich geht, ne? So. Genau. Also es ist ja in Seminarreihe auch so, dass man halt so nach und nach ein paar Sachen realisiert. Man kann nicht alles auf einmal, ne? Sondern es ist eben auch wichtig, dass man bestimmte Dinge, sagen wir mal, erst erfährt, begreift, verinnerlicht, bevor dann andere Sachen kommen, mit denen es sich sonst wesentlich schwieriger auseinandersetzt, ne? Und Abwehrmechanismen ist halt so das Erste, dass man überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür kriegt, was eigentlich alles Abwehr ist. Also Abwehr im Sinne von, dass wir uns anstrengen, etwas innerlich in uns oder äußerlich zu verändern. Etwas, was gewesen ist, etwas, was sein kann, etwas, Eigenschaften, die wir uns nicht mögen, was wir verhindern wollen. Also alle möglichen Arten von ja, Abwehr halt, ne? Anstrengung. Genau, man könnte sagen, immer wenn ich merke, dass es in mir irgendwie anstrengend wird, ja, dann bin ich irgendwie in der Abwehr. Und was nicht heißen soll, dass da Gefühle sind, sondern es kann ja auch entspannt traurig sein. Ja? Das wäre so ein schönes Gegenbeispiel. Aber die meiste Zeit sind die meisten Menschen ja dann eher nicht so entspannt, ne? Was auch immer da los ist, sondern da ist Druck, da ist Stress, da ist Anspannung, so, ne? Ja, und gut, ich meine, warum man das eben auch macht, also warum man genau erklärt, was alles Abwehr sein kann, ist ja auch, weil man normalerweise gar nicht erstmal so gar nicht drauf kommt, dass das überhaupt Abwehr ist, ne? Also ich meine, ein Abwehrmechanismus ist ja zum Beispiel Verteidigung, ne? Also da wird man jetzt ja denken, wieso, ist doch ganz normal, so, ne? Wenn mich jemand angreift, dann verteidige mich das, ne? Also, aber gemeint ist halt, Verteidigung ist sozusagen der anstrengende Versuch, den anderen davon zu überzeugen, dass man recht hat, obwohl er das halt einfach nicht verstehen will und auch anders sieht, so, ja, zum Beispiel. Oder wenn einem, was weiß ich, wenn man kritisiert wird oder sagen wir mal beschuldigt, dass man dann eigentlich vor seiner eigenen inneren Verurteilung davonläuft, nämlich statt zu sagen, oh ja, stimmt, war so, ne, zu sagen, nee, und deswegen habe ich das gemacht und das stimmt alles gar nicht und Ja, man könnte sagen, so. ne, das häufig gibt es dann die Rechtfertigung, ja. Genau. Also, keine Ahnung, ich komme immer zu spät und jedes Mal, wenn ich zu spät komme, muss ich dem anderen erstmal 5 Minuten erklären, was denn der Bus, der Hund, das Auto, meine Socken, wie auch immer, anstatt zu sagen, hey, sorry, ja, ich krieg's halt nicht hin. Ich bin halt irgendwie immer zu spät und es ist echt schwer für mich, pünktlich zu sein. Ne? So. Ja, zum Beispiel, ja. Genau. Und Wobei tatsächlich auch interessant ja in so einer Seminarreihe, dass zu spät kommen an sich ist durchaus öfter auch mal ein Abwehrmechanismus. Ne? könnte Das ist ganz sein. interessant, dass eben gerade Menschen sozusagen, die sich sehr unter Druck fühlen, pünktlich kommen zu sollen, sagen wir mal so. Ne? Und die sich sozusagen, die dann die rebellische Variante der Abwehr wählen, sozusagen, indem sie halt immer zu spät kommen, sich gegen diesen Druck zu wehren. Ne? So, eine Ja, Art. also absolut, ich kann das nämlich, also bei mir war das auf jeden Fall früher ja auch echt ein krasses Thema. Und dann war es eigentlich so, also da ist es schon schwieriger zu erkennen, dass es irgendwie Abwehr ist, ne? Weil in Ja. meinem normalen beruflichen Leben etc., wo man könnte sagen, ich so einen festen Anspruch an mich hatte, war ich super pünktlich und super korrekt und super genau. Und in meiner Freizeit war dann halt irgendwie der Versuch, diesen ganzen Druck wieder loszuwerden. Und da war halt, ich mache, was ich will. Ihr könnt mich alle am Popo lecken. Wenn ich keinen Bock habe, dann gehe ich da jetzt einfach nicht hin. Egal, wie es den anderen damit geht, ja. Und natürlich komme ich auch immer zu spät, weil es stresst mich ja total, dass ich auf Punkt sein muss. Und ich bin immer mal wieder noch ein bisschen unpünktlich. Das muss ich jetzt auch an der Stelle eingestehen. Vielleicht habe ich das Thema nicht in Gänze durchdrungen, aber man könnte sagen, ne, es ist halt eigentlich ein Versuch, könnte man sagen, ja, letztendlich das. Also den wahren Kontakt damit abzuwehren, wie kaputt ich bin, wie müde ich bin, wie sehr ich mich in manchen Bereichen meines Lebens anstrenge, ne? Und so ein Versuch, das irgendwie auszugleichen. Und ja, daher kann man so ein bisschen drüber, ne?
diskutieren, aber ja, definitiv, es gibt schon ganz spannende Formen von Abwehr. Was ich total spannend finde, ist auch das gute alte, der andere ist schuld, ne? Also, und der Klassiker, den ich echt auch immer wieder erlebe, sehr häufig in Coachings, ist dieses, so nach dem Motto, der andere macht mir ein schlechtes Gefühl, ne? Also, weil der andere A macht, muss ja bei mir B kommen, ja? So. Und überhaupt erstmal, dass der Verstand begreifen kann, dass der andere kann bei mir nur Knöpfe drücken, die sowieso ohne den anderen existieren. Mhm. Ja, weil sonst, wenn der andere mich doof anmacht, dann könnte ich ja auch sagen, oh, tut mir leid, du hast aber einen schlechten Tag heute. Mensch, ja, mit dir will ich aber nicht tauschen. Ich gehe mal lieber, tschüss. Weißt du? So, also, ne? Und stattdessen ist, was? Ich? Na, Gott, wer bist du denn? Ja, so. Ne? Genau. Ja, weil klar, es ist natürlich auch nicht ganz einfach, ne? Also diesen Unterschied zu erkennen, wann ist man tatsächlich sozusagen sowas wie einem, wie eine Abwehr, wie einem Kampf damit und wann ist man, was ist normale Betroffenheit? Mhm. So, ne? Also das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, weil manche wollen auch einfach das Gefühl nicht, dass wenn man nicht gemocht wird von so einem, dass man ein bisschen traurig ist, dass es halt schade ist, ne? Sondern die wollen immer total cool und total unabhängig sein und das hat dann auch einen Abwehrmechanismus, ne? Also alles, was natürlich ist, was man nicht mag, das im Grunde genommen, da geht dann Abwehr an den Start, ne? So. Also ich finde immer, also wirklich das einfachste Kriterium zu erkennen, ob ich in der Abwehr bin oder nicht, ist eigentlich, ist es anstrengend. Ne? Ja. Mhm. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und ja, ich glaube, viele Menschen geraten, also die Abwehr fährt hoch, um zu vermeiden, dass es mir was ausmacht. Mhm. Also einfach zu merken, boah, es macht mich traurig und es tut weh, weil der andere vielleicht nicht sich so verhält, wie ich das möchte oder das auch nicht schön ist, weil wenn der andere mich beleidigt, ist es nicht schön. Ne? Und ein bisschen... das schade zu finden und dem anderen dann auch sagen zu dürfen, weil das ist ja auch, ne, dann kann man ja auch sagen, hey, weißt du, ich möchte das so nicht. Das hat ja auch nichts damit zu tun, dass ich dann die Klappe halte, ja. Nee. Das ist ja kein Abwehrmechanismus, das muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen, ne, so. Sondern aus einer Betroffenheit zu sagen, hey, hör mal zu, nein, so möchte ich nicht, dass du mit mir umgehst. Das will ich nicht. Vollkommenst kann auf eine sehr klare, entspannte Art und Weise passieren, ne. Da muss ich nicht innerlich im Dreieck für springen, dass sowas geht. Ne? So. Ja, ja, absolut. Ja. Ich überlege gerade so mal, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen Kategorien, ne? Aber. Jetzt kommt Kategorie 1, los geht's. Ja, also was würdest du sagen, sind die wichtigsten, gibt es so kategorische Überbegriffe? Also ich glaube, es gibt so viele Arten, feine Arten, aber wenn man die so ein bisschen einteilt, was so Überkategorien. Was man da so nennen. Ich würde da vielleicht anders anfangen. Okay. Also du darfst gleich mal mit Kategorien anfangen. Ich habe gerade gesagt, es gibt zwei Punkte, woran ich auch sonst gut erkennen kann. Das eine war ja Anstrengung, ne? So, also entweder der Kopf, ja, der Verstand, der sich im Kreis dreht, also der unbedingt ein Problem lösen muss, der irgendwas rechtfertigen muss, der Argumente finden muss, ja, der irgendwie versucht, aus einer Situation zu kommen. Also dieses Kopfdrehen ist ein ganz klarer Punkt für, ich bin in einem Abwehrmechanismus. Ja. Mhm. Und der andere Punkt sind eben, ich würde behaupten, starke körperliche Reaktionen. Also wenn ich zum Beispiel merke, ne, boah, immer ist mein Magen zusammengezogen und verkrampft oder ich kriege dann Nackenschmerzen oder, ne, also so, man könnte sagen, körperliche Reaktionen, die ich als unangenehm empfinde und auch während dieser Situation irgendwie beständig bleiben und vielleicht auch nach der Situation beständig bleiben. Ne? So. Mhm. Und daran kann ich erkennen, so. Und dann gucken wir mal, was gibt es so für Kategorien, Georg? Ja, gut, also du sagst starke Reaktionen, das können natürlich auch eben subtile sein. Das ist ja gerade auch der Grund, warum nicht jeder unbedingt merkt, dass er nicht ganz da ist oder so. Ne? Ja. Mhm. Ja, also wie gesagt, ich finde die Kategorien nicht unbedingt sinnvoll, aber also so ein paar könnte man vielleicht, sagen wir mal, die klassischen, die man vielleicht benutzt, ist sowas wie theoretisieren, ne? Also jemand, der dazu neigt, sozusagen ein Thema nicht zu sagen, okay, das fühlt sich so und so für mich an oder also sozusagen betroffen ist, sondern einfach nur über seine Gefühle redet und Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, da kann man natürlich jetzt wieder so in den Shitstorm geraten, so ein bisschen Therapie-Phänomen. Die Leute fangen an, ihre Probleme wirklich zu verstehen. Also
Sie verstehen, da und da ist das entstanden und dann kommt das und das ist der Mechanismus. Ja, aber Sie sind überhaupt nicht im Gefühl, ne? Sondern Sie können Richtig, darüber reden, überhaupt Sie nicht können das mehr. perfekt beschreiben, Ja. aber weder fühlen Sie sich damit besser, noch können Sie anders handeln, noch verändert es irgendwie wirklich was, ne? Und das ist ja dann genau dieses, ich kann aus so einer Metaperspektive draus gucken, kann und dann darüber reden, ne? Als würde ich von oben so auf meinen gut sortierten Garten gucken, ne? So hilft nur leider meistens echt wenig, aber das muss dann jeder für sich beurteilen, was er da so für Erfahrungen mitmacht, ne? Aber ja, ne? Ich würde da gleich auch anschließen. Distanzierung, was glaube ich ein bisschen auch ein Teil der Theoretisierung ist, Produktion kann ne? das was, ja. Man könnte sagen, wirklich dieses, ich versuche erstmal möglichst viel Distanz dazu zu bekommen. Ja, und das kann natürlich schön sein, wenn man das wirklich auf eine klassische Art durchdenken möchte. Ja? Nur um eben wirklich mit dem mich auseinanderzusetzen, was das mit mir macht, was ja das Problem ist, das muss man auch so sagen. Ne? Da komme ich halt mit einer Distanzierung eben auch nicht raus. Ne? So. Genau. Richtig, ja. Genau. Also genau, der Typ, der sich halt eher zurückzieht, vielleicht ist das so, genau, ne? Also sozusagen, ja, sich von der Außenwelt abschneidet, indem er irgendwie stiller wird und enger und Oder auch einfach sowas, ne? geht, ne? Also Ja, genau, sowas, ne? mir Also passiert das eher so eine zwischendurch manchmal, kalte. wenn ich von meiner Freundin zu genervt bin, dann kann es mir auch passieren, dass ich dann mal gehe. Ich weiß, das ist nicht hilfreich. Ich weiß, das ist Abwehr. Es passiert da zwischendurch mal. Aber man könnte sagen, es nützt natürlich nichts. Ne? Also natürlich, manche Leute sagen, ja, erst dann kann ich mit mir irgendwie erstmal zur Ruhe kommen. Ist halt die Frage, wie viele Leute das auch wirklich tun. Ne? Sich dann hinsetzen und wirklich gucken, so, ne? Anstatt sich darüber aufzuregen, was denn das Gegenüber alles so gesagt hat. Aber ja, genau, das ist die schöne Distanzierung. Ja, genau. Dazu gehört vielleicht auch so dieser depressive Typ, den ich von mir früher ja noch kenne und auch eher so die Ansätze habe, ne? Wo man gleich mal sagt, das ist keine klassische Festlegung, das ist eine Tendenz, so, ne? Und die auch was Gutes hat. Also ich sage mal, ein Typ, der zum Rückzug neigt, ist vielleicht auch jemand, also wie ich das früher noch kenne, ja, mich haben Dinge oft sehr getroffen, so, ne? Also übermäßig, wo ich jetzt heute vielleicht gelassener wäre, aber ich neige dann dazu, damit sozusagen in mich zu gehen und die also stark zu empfinden, so, ne? Und nicht abzuhauen und mich davon wegzuwenden, sondern die so, also so lange durchzuarbeiten, bis eine Beziehung geklärt ist, so, ne? Das ist ja auch was Gutes, so, ne? Und ich habe Also. gerade gedacht, ja, ich habe gerade gedacht, auch mir fällt dazu spontan noch ein, nochmal das Gegenteil von der Distanzierung. Es gibt ja auch viele Menschen, die dann so ein, man könnte sagen, fast zwanghaft Dinge klären müssen. Also, ne, da würde man sagen, ja, ich bin ja nicht in der Abwehr, ich will das ja hier jetzt klären und ne, ich will ja jetzt und so. Und es ist ein total angestrengtes Zerren an sich selbst und Zerren an dem anderen, weil es eben überhaupt nicht möglich ist, dass vielleicht manche Dinge stehen bleiben, wie sie sind, manche Dinge eben nicht klar sind, ich manche Dinge nicht verstehe und so weiter, ne? Und man könnte sagen, ja, irgendwie dieses von dem, was da passiert, versuche so schnell wie möglich wegzukriegen. Und deswegen muss das jetzt sofort mit dem anderen und auf jeden Fall, ne? So. Ja, also genau, der Typ, der klassischerweise eher nach außen geht, oder ich glaube, es gab mal sowas wie hysterisch so in diesen Ansätzen, ne? Also ich würde einfach sagen, so eine, ja, eine Tendenz nach außen zu gehen, trifft es eigentlich gut, ne? Also sozusagen nicht erstmal innezuhalten, zu spüren, wie geht es mir damit, sondern sofort nach draußen zu schießen und seine Gefühle sehr auch wichtig zu nehmen im Sinne von, dass es den Menschen vielleicht auch schwerfällt, eher stillere Gefühle, wo nicht so viel los ist, auch einfach überhaupt auszuhalten. Ne? So. Also jedenfalls das, was man häufig erlebt, das sind wirklich Menschen, die, wenn es dann stiller wird, dann haben das Gefühl, es ist mir zu langweilig, also mache ich irgendwas. So, ne? Das ist auch ein interessanter Abwehrmechanismus, spannende Persönlichkeiten. Genau, aber die müssen halt lernen, sozusagen, dass eben auch dieser Teil zu ihnen gehört, wenn sie sich an dem Punkt eben nicht immer anstrengen wollen. Wobei man auch sagen muss, dass sich für die das nicht unbedingt anstrengend anfühlt, erstmal, sondern eher lebendig. Und dass der Moment, wo es dann still wird, für die sich eher öde und zäh und all das anfühlt und dass es auch erstmal so eine Erkenntnis braucht, warum sollen das überhaupt zu mir gehören dürfen? Ja, weil es das eben manchmal da ist und weil man das braucht, eben auch zur Ruhe zu kommen und so für einen Moment mal Stille genießen zu können.
Ja, und ich meine, ne, man sagt ja auch so schön jetzt aus einer anderen Perspektive, dieses jedes Verhalten hat einen Sinn, ne? Und dieses, wenn ich sage mal so dramatisierende Menschen, ne? Dass es ja auch viel irgendwie darum dann geht, der andere muss mich sehen, der andere muss mir zuhören, ich muss irgendwie Aufmerksamkeit bekommen und so weiter und so weiter und so weiter, ne? Und dann wird es halt immer alles, naja, ich sag mal, häufiger dann so, wird sehr, sehr groß, ne? Also eine kleine Traurigkeit kann dann einen Moment Weltuntergang bedeuten. Und wenn sie dann wirklich bei sich sind, dann spüren sie, ja, eigentlich bin ich nur ein bisschen traurig. Und irgendwie, ne, also so mit dem Risiko, dass der andere vielleicht nicht kommt und fragt, oh, und wie geht's dir und was ist los und was brauchst du noch? Und 3 Stunden zusammen sitzen und nochmal drüber reden und so. Ja. Ja, gut, ich meine, letztendlich ist ja bei jeder Abwehr steckt letztendlich ja die Fantasie, dass man nicht aushält, dass das, was passiert, so, ne? Also, dass man entweder Kontakt braucht oder dass man Einsamkeit braucht oder dass man nicht verletzt werden darf oder das ist ja immer diese Fantasie, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert, ne? Also, das ist ja spannend, dass die wildesten Fantasien da im Kopf sind, was passiert, wenn man diese Gefühle einfach aushält, also bei sich lässt, dass die dann sterben, sich auflösen, zerstört werden, was weiß ich, die Oder auch Welt. andersrum, ne? Anderen Menschen was Schlimmes antun, Ja. total verletzend sind. Wenn ich wirklich ehrlich bin, dann ist das das Ende der Welt. Ja. Und da habe ich gerade wieder dran gedacht, ne? Dieses, mir fällt es ja manchmal auch irgendwie dann noch schwer, einfach so ganz ehrlich das auszusprechen, was in mir los ist. Und dann habe ich jetzt so mal wieder 2, 3 Tage gebraucht, um das alles irgendwie sacken zu lassen und so erstmal zu merken, dass mir gewisse Dinge wirklich was ausmachen und dass es ansteht, die auszusprechen. Naja, und das Beste daran war, und die Erfahrung mache ich ja oft, ne, wenn ich dann an so einen Punkt komme, wo das dann ehrlich in mir da ist und ich dann in den Kontakt gehe, ne, und das dann anspreche und ausspreche, dass das Ergebnis beim anderen komplett anders ist als vorher meine Fantasie, ne, die war dann, oh Gott, und wie schmerzt es mein Gegenüber und wie enttäuscht oder dies oder das. Aber wenn ich es gut für mich kläre und dann darüber gehe und das mache, dass es dann irgendwie wirklich was Heilsames hat und was Gutes auch für die Beziehungen, ne, ob mit Freunden, mit Familie, mit Partnerschaft und so, ne? Und ja, aber die erste Idee ist irgendwie so, wenn ich ehrlich bin, ne, und dann ist es für den anderen ganz schlimm, schrecklich und verletzend. Oder auch bei Wut, ne, Ärger rauslassen bedeutet immer gleich, gerade bei. Ich habe die Erfahrung häufiger bei Männern gemacht, dass es so eine Fantasie gibt von, wenn ich meiner Wut wirklich mal Raum gebe, ich darf richtig wütend sein, das bedeutet, ich schlage alles kurz und klein, ich verletze irgendwen, ne? Obwohl sie das im Leben ja noch, die meisten sogar noch nie ausprobiert haben oder das noch nie wirklich passiert ist, ne? So, und Ja, richtig. Ja. Naja, und vielleicht das eine Entscheidende, was dann eher ja auch später kommt, aber es ist eben auch Gefühl dafür, der Abwehrmechanismus ist in dem Sinne erstmal, er ist nur schlimm, weil er uns von etwas trennt in uns. Andererseits, also ihn erstmal zu erkennen und sozusagen zu erspüren, da sein zu lassen, das reicht. Ne? Man muss ihn nicht sofort abstellen oder wegtun, sondern in dem Moment, wo man ihn erspürt, also wo man zum Beispiel seinen totalen Rückzug und seine Verkrampfung spürt und einfach lässt, dann ist das eigentlich schon der Akt, der diesen Abwehrmechanismus zu und zurückholt. Und das, wie es diesem Abwehrmechanismus geht, ist ja das, was uns eigentlich ausmacht und das, was uns dann auch ins Leben zurückführt. Also wenn jemand ganz konkret einfach eben nicht wie wild kämpft, damit irgendwer ihn nicht verlässt, sondern einfach anerkennt, dass da ein Schmerz existiert, wenn der andere geht, dann ist das die Kraft sozusagen, die uns leben lässt, eben, ja, wir dürfen Schmerz haben, wenn jemand geht, aber wir können trotzdem existieren, der andere, also wir können das aushalten lernen, ohne den Respekt vor uns oder dem anderen zu verlieren und spüren, trotzdem ist da dieser Raum, der uns liebt, der uns trägt, der uns sozusagen, der das Leben schön macht. Und das ist viel wichtiger, als niemals verlassen zu werden oder so, ne? Und ich glaube, ja, und vielleicht da auch nochmal, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Es gibt eine Menge Abwehrmechanismen, wo der Kopf, der Verstand behauptet, dass die super sinnvoll sind. Ja, egal in Bezug auf was, ne? Der sagt, sonst kümmere ich mich nicht genug um meine Frau und dann geht die irgendwann. Oder wenn ich nicht die ganze Zeit darauf achte, dass meine Kinder nicht unglücklich sind, ja, dann sind die ja irgendwann unglücklich. Also muss ich die ganze Zeit hinterher sein und gucken, dass die nicht Langeweile haben, dass die es nicht schmerzt, dass sie nicht traurig sind und so weiter. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das Ergebnis, könnte man sagen,
je entspannter ich damit sein kann, dass das, was möglicherweise passiert, auch passiert, desto entspannter bin ich im Kontakt mit den Menschen, die es betrifft. Ja? Und zum Beispiel bin ich entspannter mit meinen Kindern, weil ich nicht jedes Mal in Panik ausbreche, wenn es denen nicht gut geht, ja? Sondern ich kann mitfühlend mit ihnen sein, ich kann in einem schönen Kontakt sein und ich führe eine schöne Beziehung anstatt eine angestrengte. Ne? So. Und das heißt, man könnte sagen, jeder Abwehrmechanismus, der sich auflösen darf, führt dazu, dass der Kontakt zur Welt, zu mir, zu den Menschen ein Stückchen entspannter, ein Stückchen schöner wird und auch das, was ich befürchte, weniger häufig oder unwahrscheinlicher eintritt. Also das finde ich auch noch total spannend. Also gerade dieses Trennungsding, ne, mit, oh Gott, der andere darf auf gar keinen Fall gehen, weil, ja, und dann zerrt man und zieht man und macht und tut und strengt sich an. Ja, wie toll ist das denn? Ne? Wie hoch, also senkt das oder also erhöht das oder verringert das die Wahrscheinlichkeit, dass der andere bei mir bleibt, ja? Ist jetzt bei uns eins kann man dann den Fingern abzählen, ne? Ja, und da muss man einfach aufpassen, der Kopf betrügt uns den ganzen Tag, ja? Da muss man echt sagen, der ist ein Meister der Lügengeschichten über die Zukunft und die Vergangenheit. Total, ja. So. Ja, und also genau, ich glaube, wir werden auch nie ganz komplett verstehen, welchen Sinn jeder einzelne Abwehrmechanismus hat. Man kann nur sagen, also dass wann immer man sich auf das total auf sich und die Welt einlässt, dass daraus was Besseres entsteht als aus dem anderen. Auch wenn man das nicht glaubt, das ist genau der Punkt. Ja. Also da kommt eben dieser Wunderfaktor dazu, dass man merkt, wow, das Leben unterstützt wirklich das Loslassen. Es passiert immer in dem Moment, ne, wo ich meine Bedürftigkeit voll anvertraue, kriege ich häufig genau das, was ich brauche. So, ne? Oder zumindest fühle ich mich damit irgendwie trotzdem plötzlich wohl. Und es ist eben nicht das sich anstrengen, was dazu führt, dass irgendwie irgendwas besser wird. Ne? Und das stimmt, das kann sehr schwer sein zu lernen. Ich kann mich erinnern, es gibt halt viele Menschen eben also sowas wie Schwäche, ne? Dass sie wirklich denken, also in dem Moment, was weiß ich, wo sie sich nicht hart und angestrengt fühlen, dass das total gefährlich ist. Also dass der Moment, wo sie sich weich und entspannt fühlen, dass das was überhaupt nicht Sinnvolles ist. Ne? Und es ist wirklich ein Akt, auch erstmal zu lernen, dem so Schritt für Schritt zu vertrauen, dass man merkt, ja, aber oh, das ist ja vielleicht doch nicht so gefährlich, wie ich dachte. Und ja, es stimmt, ich werde auch häufiger, ich fühle häufiger was, ne? Dinge berühren mich mehr, aber dafür bin ich auch lebendiger. Also ich führe dann auch Freude mehr und ich, also das sind so Lernprozesse, da, warum mir auch eine Reihe eben länger geht, weil das eben nicht mal eben so ist, sondern jeder Schritt ja auch so ein Schritt ist, dem man erstmal Vertrauen lernt und den man dann wieder lernt, in den Alltag zu integrieren. So, ne? Da musste ich gerade, habe ich ein schönes Beispiel, eine Kundin von mir, wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, da ging es, glaube ich, um das Thema Kontrolle, ne? Und eben keine Kontrolle zu haben. Und da ist ja auch, die meisten Menschen werden, wenn sie sich das angucken, schon denken, oh, keine Kontrolle, ist immer schon so ein bisschen, ne? Und dann ging es um dieses Thema und sie ist da echt ganz gut durchgegangen und so, ne? Und dann hat sie quasi bei ihrer Arbeit, so in den Folgetagen irgendwie so, hat sie so eine Seminargeschichte gemacht irgendwie, ne? Und hat dann auch eine Situation gehabt, wo irgendwie immer das Internet abgebrochen ist und sie war, weißt du, als so, ne, Moderator quasi, ne, es bricht immer wieder ab und so, ne? Und am Ende der Veranstaltung haben ihr die Leute gesagt, boah, und es war so super, jedes Mal, wenn du weg warst, haben wir schön 10 Minuten gequatscht. Und das war so toll, wir haben einfach wirklich mal Zeit gehabt, uns zu unterhalten, das hat echt viel Spaß gemacht, das war auch, also nicht gegen dich, aber es war total schön, dass du zwischendurch immer wieder weg warst, ne? Weißt du, so, wo du so denkst, oh, wenn das passiert, ne, die sind alle super unzufrieden, beschweren sich bei meinem Chef, was auch immer, ja, die Welt geht unter und das Ergebnis ist am Ende, die Leute sagen, boah, danke, ne, toll, also hättest du das nicht einplanen können, so nach dem Motto, ne, ja, und das meinst du, glaube ich, mit das Leben unterstützt wirklich an ganz, ganz vielen Stellen diese Dinge, wenn wir es schaffen, mehr loszulassen, dann passieren Dinge, wo wir vorher gedacht haben, Alter, kann doch eigentlich irgendwie gar nicht sein. Ne? Also das funktioniert wirklich so. Ne? Ja, genau. Ja, also für mich persönlich waren auch mal so kleine Wunder, das ist mir früher auch immer aufgefallen. Früher ist mir das häufiger passiert, dass ich 2 oder 3 Termine parallel hatte. Ne? Ich habe eine Verabredung gemacht und gemerkt, scheiße, das ist auch noch dies, aber auch noch das. Oder? Ja. Mega mit angestrengt, mich dafür verurteilt. Auch toller Abwehrmechanismus. So, ne? Kommt später.
Und ne, mich also ganz viel Zeit dafür verbraucht, mich hinterher zu entschuldigen und dann dagegen zu verteidigen, dass die mich anmachen, dass sie mich doppelt und so weiter und so fort. An irgendeinem Punkt, als ich das so mehr durchdrungen hatte und wie soll ich das sagen, irgendwie bereiter dafür war, einerseits, dass die Leute wütend sind. Wenn ich einen Doppeltermin habe, das ist doch ganz klar, ne? Und nicht auch noch so, der Abwehrmechanismus sagt dann ja auch noch, ey, wie unverschämt, wie kann er mich ja zusammenscheißen, das Arsch? Ja. Sondern der muss doch Verständnis haben. Ja. Ich habe mich doch entschuldigt. Ja. Und eben auch das andere, eben auch klar sagen konnte, ja, verstehe ich, dass du sauber bist, aber so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht, ne? Also einfach so aus so einer eigenen Selbstverständlichkeit gefunden haben, ist das jedes Mal so gewesen, also erstmal ist viel weniger passiert, ne? Weil das ist ja auch so, wenn so wenn das Lernpotenzial von so einer Situation aufhört, dann löst das Leben die ja tatsächlich auch auf. Ne? Aber tatsächlich die Mal, wo mir das noch passiert ist, hat entweder dann in dem Moment, wo ich es gemerkt habe, im nächsten Moment irgendjemand angerufen und abgesagt oder ist einfach ausgefallen. Das ist unglaublich. Aber wirklich jedes Mal. Und da, ja, so ein kleiner Weiß oder auch, also so, ja, das Leben kommt einem total entgegen, wenn man halt das lernt, was es da zu lernen gibt, nämlich wie man tatsächlich man selber ist. Ja. Ja, genau. Und da kann man eben auch mal, könnte man sagen, an so einem Wochenende ein bisschen Zeit damit verbringen, sich selbst zu ergründen und besser zu verstehen. Genau. Weil nach dem Erkennen des Abwehrmechanismus könnte man sagen, kommt ja dann dieses, wie gehe ich denn mit dem Dings da bums da um, was in mir los ist, damit ich dann den nicht mehr brauche, ne? Das ist ja auch immer Teil von so einem Wochenende, aber erstmal zu merken überhaupt, oh, was sind denn so zum Beispiel meine großen Dinger, ne? Und meistens ist es schon so, dass, wie gesagt, zum Beispiel, wie wir am Anfang gesagt haben, ne, ich tendiere sehr stark zur Distanz oder sehr stark zur Nähe oder zu was auch immer, ne? So, man könnte sagen, so starke Verhaltensmuster, in denen sich dann äußert, ja, wie ich versuche, gewisse Dinge in mir nicht zu fühlen und nicht zuzulassen. Ja, und ich finde das Schöne auch an so einem Wochenende ist zu sehen. Einerseits, klar gibt es so, ich sag mal, Kategorien, die jeder dann erkennt, ne? Und trotzdem macht es jeder irgendwie ganz anders. Jeder hat so seine ganz persönliche Art, so zu versuchen, mit dem Leben umzugehen und dabei sich die Welt Echt schön. anstrengend zu machen, aber auch genauso die eigene, also eine ganz eigene Art, sich dem Leben hinzugeben und sich zu verschenken. Und das Besondere ist halt, finde ich auch, dass man, wenn man das bei jemandem anders sieht, einfach. Dass es irgendwie dann, wie schön ist, da Mitgefühl zu kriegen, mitzulernen, ist ja nicht nur, passiert ja nicht nur was, wenn man selber dran ist, sondern man lernt mit den anderen ja mindestens genauso viel mit, ne? Und in diesem Mitgefühl, ja, es ist einfach wunderschön, wenn so ein Abwehrmechanismus schmilzt und einfach so das Echte zutage tritt. Es ist immer so ein Moment, wirklich wie so ein Mensch, wie fängt so ein bisschen an zu leuchten und man merkt so sein. Seine eigene Schönheit kommt so unter dieser ganzen Anstrengung raus. Und ja, also gibt ihm vielleicht auch Mut, einfach ein bisschen authentischer im Leben zu sein und dem Leben ein bisschen mehr zu vertrauen. Also, dass es tatsächlich ausreicht zu leben und Und zu es ist lernen. auch, glaube ich, echt schön, zumindest war das damals für mich so und ich erlebe das in den Gruppen immer wieder, auch einfach zu sehen, eigentlich geht es allen gleich, ne? Also ich bin nicht alleine auf meinem kleinen Haufen Unglück, könnte man sagen, oder Anstrengung, sondern es geht allen gleich. Es sieht immer ein bisschen anders aus, weißt du? Der eine hat den grünen Hut auf, der andere den braunen, der nächste den weißen, aber am Ende hat jeder einen Hut auf, ne? So, und jeder muss lernen, irgendwie damit umzugehen, wenn er ein bisschen entspannter, ein bisschen glücklicher und zufriedener mit der Welt und sich sein will, ne? So. Genau. Genau. Ja, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ich glaube, wir haben unsere halbe Stunde schon wieder gut gefüllt, lieber Georg. Wir waren ein bisschen chaotisch, glaube ich, mit den Abwehrmechanismen, aber so, ne? Weißt du, was soll es? Die Leute, die da Freude dran haben und das anspricht, die werden sich's anhören. Und der Rest halt nicht. So ist es. Daher. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, wir verabschieden uns, oder? Und dann in einem Monat auf ein neues und bis demnächst, würde Bis ich sagen. demnächst. Ne? Philipp, mach's Bis gut. denne, ciao.